Geschichtenpraxis. Kopfkino fürs Herz. Mit Cordula Carla Gernt. Willkommen zu einer neuen Folge der Geschichtenpraxis. Beim Kopfkino fürs Herz. Manchmal, da muss man sich etwas einfallen lassen, um seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Bloß nicht dabei die Lebenslust verlieren, wenn mal etwas schief läuft. Davon erzählt das heutige Märchen. Die kluge Gretel. Ein Märchen der Brüder Grimm. Es war einmal eine Köchin, die hieß Gretel. Die Gretel, die trug gerne Schuhe mit roten Absätzen. Und dann ging sie aus, aber bevor sie losging, da drehte sie sich vor dem Spiegel hin und her, war ganz fröhlich und dachte bei sich, was bist du doch für ein schönes Mädel. Wenn die Gretel dann wieder nach Hause kam, ging sie nochmal in den Keller hinunter, holte eine Flasche Wein, trank ein bisschen und weil der Wein auch Appetit aufs Essen macht, probierte die Gretel das Beste, was sie gekocht hatte, so lange, bis sie satt war. Und dann lachte sie und sagte, die Köchin muss schließlich wissen, wie's Essen schmeckt. Nun trug es sich einmal zu, dass der Herr, für den die Gretel arbeitete, zu ihr sprach, Gretel, heute Abend kommt ein Gast, bereite uns 2 Hühner zu. Will's schon machen, Herr, antwortete die Gretel fröhlich. Nun stach die Köchin 2 Hühner ab, brühte sie, rupfte sie, steckte sie an den Spieß und brachte sie, wie's gegen Abend ging, zum Feuer, um sie zu braten. Nach einer geraumen Zeit begannen die Hühner braun zu werden und gar. Aber der Gast war noch nicht gekommen. »Herr, wenn der Gast nicht bald kommt, so muss ich die Hühner vom Feuer tun«, rief die Gretel. »Es wäre aber jammerschade, wenn sie nicht bald gegessen werden, denn sie sind grad so gut im Saft.« »Ich werde losgehen und den Gast holen«, sprach der Herr. Als nun der Herr fortgegangen war, da dachte sich die Gretel, hier in der Küche am Feuer ist es warm, ich schwitze und ich habe Durst. Ich will mal in den Keller hinuntergehen und einen guten Schluck vom roten Wein tun. Sie lief also hinab, setzte den Weinkrug an und sagte zu sich selbst, Gott segne dir's, Gretel. Und als sie einen kräftigen Zug getan hatte, da sagte sie, irgendwie hängt der Wein aneinander und es ist gar nicht gut, wenn ich ihn abbreche. Und so tat sie einen weiteren Zug. Dann ging die Gretel in die Küche zurück, bestrich die Hühnchen mit Butter und weil's gar so gut roch, da probierte sie ein kleines Stück. Nicht, dass die rechte Würze fehlt. Ach, was waren die Hühnchen gut. Es ist doch eine Schande, dass man sie nicht gleich isst, dachte die Gretel und schleckte sich die Finger ab. Sie lief zum Fenster hinüber, um zu sehen, ob der Herr nicht mit dem Gast endlich käme. Es war aber niemand zu sehen. »Ach je, der eine Flügel verbrennt ja schon«, jammerte die Köchin. »Besser, ich esse ihn auf.« Sie schnitt also den Flügel ab und aß ihn. Doch wie sie das arme Huhn mit dem einen Flügel so betrachtete, da dachte sie bei sich, »der andere Flügel muss auch weg, sonst merkt der Herr, dass was fehlt.« Und wie die 2 Flügel verzehrt waren, da ging die Gretel nochmal ans Fenster und hielt Ausschau nach dem Herrn. Wer weiß, vielleicht sind ja der Herr und der Gast irgendwo eingekehrt und kommen gar nicht. Und sie lachte fröhlich und sagte zu sich selbst, »Ach, Gretel, sei guter Dinge, das eine Huhn ist sowieso schon angeknabbert. Nimm noch einen frischen Trunk und iss das Händel vollends auf. Wenn's weg ist, hast du Ruhe.« Und warum sollte die gute Gottesgabe verkommen? Gedacht, getan. Die Gretel aß das Huhn in aller Freudigkeit auf. Wie aber nun das Huhn gegessen war und der Herr noch immer nicht kam, da sah die Gretel das andere Huhn an und sprach, »Wo das eine ist, muss das andere auch sein. Die 2 gehören doch zusammen. Und was dem einen recht ist, ist dem anderen billig.« Also tat sie noch einen Trunk und ließ dann das eine Huhn zum anderen laufen. Wie die Köchin so im besten Essen war, kam auf einmal der Herr angelaufen und rief, »Eil dich, Gretel, der Gast kommt gleich!« »Ja, Herr, will's schon richten!«
Der Herr sah zufrieden, dass der Tisch bereits gedeckt war, und so griff er nach dem großen Messer, mit dem er die Hühner zerteilen wollte, und begann, es am Wetzstein im Gang zu schleifen. Da klopfte es an die Haustür. Eilig lief die Gretel hin, und als sie den Gast sah, da legte sie den Finger auf den Mund und sprach: »Psst, still! Macht geschwind, dass ihr wieder fortkommt! Wenn euch mein Herr erwischt, so wird's euch schlecht ergehen. Er hat euch zwar zum Essen eingeladen, aber er hat eigentlich nichts anderes im Sinn, als euch die Ohren abzuschneiden. Hört nur, wie er das Messer wetzt!« Der Gast hörte das Geräusch, bekam Angst, drehte sich um und rannte davon. Die Gretel aber, die lief eilig zu ihrem Herrn und rief: »Na, da habt ihr aber einen feinen Gast eingeladen, Herr. Er hat sich beide Hühner, die ich gerade auftragen wollte, von der Platte geschnappt und ist damit davongelaufen.« »Das ist ja unglaublich«, rief der Herr empört. Und es tat ihm sehr leid um die leckeren Hühner. »Wenn er mir wenigstens ein Huhn dagelassen hätte, damit auch mir etwas zum Essen geblieben wäre.« Und der Herr lief, das Messer noch immer in der Hand, hinaus dem Gast hinterher. Und dabei rief er: »Nur eins, nur eins!« Und meinte natürlich, der Gast solle ihm wenigstens ein Huhn lassen. Der Gast aber dachte, er solle eins seiner beiden Ohren hergeben, und er rannte, als wenn Feuer unter ihm brennte, damit er seine Ohren heil heimbrächte. Die Gretel aber, die ging fröhlich in den Keller hinunter und tat noch einmal einen guten Schluck. Das war eine weitere Folge der Geschichtenpraxis. Kopfkino fürs Herz mit Cordula Carla Gernt. Jeden Samstagmorgen neu im MKR, immer um 20 vor 8. Die Geschichtenpraxis ist eine Produktion des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast.